Abenteuer nicht. Wir sitzen hier auf so einer Brücke. Brückenrad nennt man das oder wie, ne? In Deutschland natürlich undenkbar, mit so einem Auto einfach da irgendwo zu hocken und sich hin wegbringen zu lassen. Also wegbringen. Irgendwo hinfahren zu lassen. Mir fehlen gerade die Worte. Und wir fahren zu einem Wasserfall. Ich nehme euch natürlich mit und wünsche euch viel Freude und schenke euch jetzt einfach weiterhin ein paar Eindrücke hier von der Umgebung. Viel Freude. Kameraführung war natürlich keine Chance, da irgendwie ruhig zu halten. Und ja, hab da einfach die Erschütterung mitbekommen. Jetzt gehen wir zum Wasserfall. So. Maybe Louis will come soon. Ja, du hast blue flower only. Oh, okay. Papaya are really good for the woman. Because it has enzyme, what called papaya enzyme. When a woman has a problem with her menstruation cycle, septic cancer, and also they have a problem with their skin, because it can make your skin smoother. And the most important for the woman, when the woman has a baby, it can make the milk breast produce on a good condition. But the young papaya are prohibited for the woman who got pregnant. It can make abortion. It's a hormone. Yeah. Root. It's root. You know root? Yeah. Wurzel, in German. Vira barba. No, it's the taro in our word, in English word. Yes. Thank you.
ihr Lieben, auch wenn ich jetzt total verschwitzt ausschaue, jetzt sind wir wirklich hier total im Dschungel angekommen und es ist so, so herrlich hier. Es ist unglaublich, was hier für eine Energie herrscht und ich hoffe, es sind nicht noch gefühlte 10 Kilometer, bis wir am Wasserfall ankommen und ins Wasser hüpfen können. Wir sind da, wir sind angekommen und den Wasserfall, den ihr gerade gesehen habt, wir werden uns jetzt umziehen, Badesachen anziehen und da dürfen wir jetzt rein baden gehen, also uns duschen, unter den Wasserfall stellen. Da ist anscheinend so ein bisschen eine Lagune. Ich habe leider keine wasserfeste Kamera dabei, muss Kamera jetzt leider ausschalten, aber ich habe trotzdem so ein bisschen Eindruck bekommen und ich würde sagen, das war's auch schon für heute. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße hier aus dem Urwald von Bali. Bis zum nächsten Video. Tschüss, das war die Irmgard.